In Brüssel schalten wir zu unserem Reporter Marlon Amoyal. Marlon, das, was da gestern sich abgespielt hat, was man davon erfahren konnte, denn was passierte hinter den verschlossenen Türen, war da von Einigkeit die Rede oder war das eher ein Bild der Uneinigkeit? Ich würde schon eher sagen, zweiteres. Gestern hat die Kanzlerin hier in ihrer Schlusserklärung noch mal gesagt, dass man konstruktive Gespräche geführt hat, dass man in einem Dialog eingetreten ist. Aber es ist schon sehr schnell klar geworden, dass sich hier ein heftiger Machtkampf abzeichnet. Und zwar nicht nur innerhalb der Position der Staats- und Regierungschefs, als auch mit dem Parlament. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern zwar noch mal betont, dass sie Manfred Weber als Spitzenkandidaten der EVP für die Nachfolge der Kommissionspräsidentschaft des Vorsitzes dort weiter für geeignet hält, ihn unterstützt. Aber gleichzeitig auch signalisiert, dass es Kompromissbereitschaft braucht. Und Emmanuel Macron ließ hier gestern keinen Zweifel daran, dass er Manfred Weber für nicht geeignet hält, droppte dann auch gleich einige andere Namen, unter anderem Margarete Vestager, Michel Barnier, aber auch Franz Timmermans. Und das zeigt schon eher Uneinigkeit. Und dann ist ja da noch das Parlament, denn ein neuer zukünftiger Kommissionspräsident, der hier vom Rat der Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen wird, muss vom Parlament gebilligt gewählt werden. Und die Mehrheitsverhältnisse dort, die sind noch alles andere als sicher. Also halten wir fest, Machtkampf zwischen Parlament und zwischen Rat, aber auch zwischen Macron und Merkel. Wer steht oben? Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich gar nicht so einfach zu sagen. Donald Tusk ist ja jetzt beauftragt mit einem Team aus Staats- und Regierungschefs der Sozialdemokraten, der Konservativen und der Liberalen und dem Parlament nach einer Lösung zu finden. Es braucht nachher im Parlament eine Mehrheit und Manfred Weber muss angewiesen sein und ist angewiesen auf beispielsweise Stimmen der Liberalen. Diese gelten alles andere als sicher und so ist ein Signal vielleicht auch an Manfred Weber. Er muss sich jetzt bemühen um diese Mehrheiten. Bis Ende Juni, bis zum 21. Juni hat man sich jetzt hier Zeit genommen, um ein Personalpaket, heißt es, zu schnüren, weil ja nicht nur der Posten des Kommissionspräsidenten vakant ist, sondern eine ganze andere Reihe an wichtigen Posten in der Europäischen Union. Und dann muss im Grunde genommen auch noch sich jeder repräsentiert fühlen. Das heißt, die Nord- und die Südländer, die Ost- und Westländer, Männer, Frauen, aber auch die Osteuropäer, die gestern Abend hier noch einen anderen Namen einwarfen, Maroš Šefčovič, der jetzige Kommissar für Energie zuständig. Den wollen die Visegrad-Staaten gerne auf dem Kommissionsposten sehen. Es wird also ein Kampf um Proporz und vielleicht auch um Inhalte. Das hat zwar gestern die Kanzlerin hier deutlich gemacht, aber es ist auch schon deutlich geworden, hier geht es natürlich auch um den Einfluss der Nationalstaaten auf wichtige Führungspositionen. Ja, klingt alles kompliziert, aber da sind zwei und deswegen stelle ich diese Frage jetzt noch mal andersherum, nämlich Merkel und Macron. Wer hat jetzt da das Sagen? Also wer ist der Stärkere oder die Stärkere? Es hat den Eindruck, dass Macron, der ja beim letzten Mal auch nachgeben musste mit seinen Forderungen, eventuell jetzt derjenige sein könnte, der sich durchsetzt. Nun, ich würde es mal so sagen. Die Kanzlerin hat gestern deutlich gemacht, dass sie nicht um jeden Preis an Manfred Weber festhalten würde. Ihr ist es ganz wichtig, dass die Europäische Union funktionsfähig bleibt. Sie hat da hingewiesen darauf, dass sie beispielsweise beim nächsten mittelfristigen Finanzplan eine Handlungsfähigkeit der Europäischen Union will. Soll heißen, dass sie dort auf die Einstimmigkeit der Staats- und Regierungschefs auch angewiesen ist für die Vorhaben, die Deutschland natürlich dort auch innerhalb dieser Gruppe zusammenträgt und nach vorne bringt. Und da kann es schon sein, dass Macron sich hier durchsetzt. Oder anders gesagt, dass man einen Kompromisskandidatin oder eine Kandidatin findet. Die kommenden Wochen werden da auf jeden Fall zeigen, dass man harte Bandagen haben muss, um sich hier auf einen Kampf einzulassen, wer es nachher sein wird und für wen es nachher Mehrheiten gibt. Und wie lange das dauern wird. Wir sind gespannt. Marlon Amoyal, danke schön für die frischen Informationen und Einschätzungen aus Brüssel.